Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um unsere Ernährung. Iss, was dir schmeckt. Das ist ja so ein Spruch. Aber was ist denn, wenn mir meine Ernährung nicht mehr bekommt, wenn sie mir womöglich Schmerzen verursacht oder Schlimmeres? Und was ist eigentlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Darum geht es heute. Bei mir ist Professor Dr. Tanja Kübacher. Sie ist Chefärztin der Gastroenterologie am Westklinikum in Hamburg-Rissen. Sie ist Universitätsprofessorin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Was passiert denn, wenn ich meine Nahrungsmittel nicht mehr vertrage? Es kann sein, dass man dann mit Bauchschmerzen reagiert, dass es man Durchfall bekommt oder Blähungen. Auch Verstopfung kann ein Symptom sein. Und das sind natürlich alles ernstzunehmende Dinge, die das Leben und die Lebensqualität sehr in Mitleidenschaft reißen. Es kann auch zu Gewichtsverlust kommen. Und da gilt es natürlich wirklich zu schauen, woran liegt das? Was ist los? Liegt es an meiner Ernährung? Steckt eine andere Erkrankung dahinter? Ist es eine Allergie? Und das gilt es besonders sorgfältig aufzuarbeiten. Wie machen Sie das denn? Das ist ganz wichtig, dass man sich dann als Betroffener, als Patient an einen Facharzt wendet, möglichst an einen Gastroenterologen oder jemand, der spezialisiert ist auch auf Ernährung, auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Nahrungsmittelallergien, und dass man dann schaut, welche Symptome sind im Vordergrund und sorgfältig schaut, denn häufig sind diese Symptome sehr, sehr allgemein gehalten, häufig auch sehr unsymptomatisch, das heißt nicht auf eine Erkrankung alleine zugeschnitten. Durchfall kann ein Symptom für sehr, sehr viele verschiedene Krankheiten sein, für eine Schilddrüsenüberfunktion genauso wie für eine Darmkrebserkrankung, aber auch wie für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder eben eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Allergie. Und das gilt es besonders gut herauszuarbeiten, indem man erstmal mit einem Arzt, der sich auf diesem Gebiet auskennt, spricht, eine sorgfältige Anamnese, eine Krankengeschichte erhebt, schaut, ob vielleicht in der Familie auch andere Familienmitglieder oder Leute, mit denen man halt zusammenlebt, auch solche Symptome haben, ob man verreist war, was man zu sich nimmt, was man für Medikamente vielleicht einnimmt. Und dann gilt es, einen Plan zu entwickeln, wie ich weiter vorangehe in Untersuchungen, um auf die Spur zu bekommen, was mir solche Probleme verursacht. Wie könnte denn so ein Plan aussehen? Der Plan, der dann aussieht, ist nach den Symptomen gestaffelt. Man geht dann einmal vor, indem man Blutuntersuchungen macht, natürlich zuerst auch eine körperliche Untersuchung. Daran schließen sich Spezialuntersuchungen an, die halt genau nachschauen, kann es eine Unverträglichkeit sein gegen eine Nahrungsmittel oder ist es vielleicht doch eine andere organische Erkrankung, die diese Symptome im Grunde genommen hervorruft. Und was man dann macht, es gibt verschiedenste Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch verschiedenste Nahrungsmittelallergien, und das muss man sehr sorgfältig im Gespräch herausarbeiten. Immer sollte man aber auch andere körperliche Erkrankungen ausschließen, und das bedeutet auch einen Ultraschall zu machen vom gesamten Bauchraum, von allen Organen, vom Darm, und gegebenenfalls sollte man sogar auch endoskopische Untersuchungen durchführen, das heißt Magen- oder Darmspiegelung machen. Und wenn man sich aber schon etwas näher sozusagen herangetastet hat an eine Diagnose und doch die Vermutung hat, es könnte an dem liegen, was ich esse, weil ich merke, dass ich nach einer bestimmten Zufuhr von Nahrung, von dem, was ich zu mir nehme, dass mir es dann nicht gut geht, dass ich also nicht genießen kann, dass ich keine Lebensqualität habe, dass mich vielleicht Krümme verschmerzen, dass ich zur Toilette gehen muss, dann gilt es wirklich herauszuarbeiten, was habe ich gegessen, wovonach tritt das auf, ist das in bestimmten Lebenssituationen, und dann gilt es wirklich nachzuschauen. Eigentlich nimmt man ja den Verdauungstrakt und überhaupt die Ernährung und das Verdauen gar nicht so wahr, solange es gut funktioniert. Wenn Sie jetzt von Allergien sprechen oder von Unverträglichkeiten, was genau funktioniert denn da nicht im Körper? Also man muss ganz genau unterscheiden zwischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien. Die Nahrungsmittelallergie ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, wo ich auf bestimmte Nahrungsmittel eine
allergische Reaktion entwickeln kann, wie wir das auch von Bienen- oder Wespenstichen her kennen, wo man also Luftnot bekommt, wo man nicht mehr atmen kann, wo man einen sogenannten anaphylaktischen Schock entwickeln kann. Also eine ganz heftige allergische Reaktion, die auch lebensbedrohlich sein kann. So etwas ist sehr, sehr selten und zum Glück, muss man sagen, muss aber auch dann sorgfältig herausgearbeitet werden. Die meisten Probleme, die wir mit der Nahrung haben, sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten und davon muss man einige unterscheiden, die sehr häufig vorkommen und die uns sehr peinigen können. Und als Beispiel, als erstes Beispiel sei da zum Beispiel die Milchzuckerunverträglichkeit, die Laktoseintoleranz genannt. Das bedeutet, dass man eben Milchzucker nicht mehr so verstoffwechseln kann, nicht mehr so abbauen kann, wie wir es normalerweise können. Und man dann mit Bauchschmerzen, mit Blähungen oder auch mit Durchfall reagiert, wenn man Speisen zu sich nimmt, die Milchzucker enthalten. Und das kann man sehr leicht feststellen, indem man zum Beispiel einen Atemtest durchführt. Einen Atemtest, in dem man dann hinterher misst in der Ausatemluft. Man trinkt ein milchzuckerhaltiges Getränk und kann dann hinterher in der Atemluft feststellen, ob sozusagen dort ein Anstieg einer bestimmten Substanz ist, die uns anzeigt, oh, es ist ein Mangel da, es ist also eine Laktoseintoleranz und es gibt ein Enzym, ein Eiweiß, ist nicht da, was eben diesen Milchzucker abbauen kann in seine normalen Bestandteile. Und wenn man das weiß, dann führen wir eine ausgiebige Ernährungsberatung durch mit Ökotrophologen, die auch bei uns da sind. Ökotrophologen sind Ernährungswissenschaftler, die sich spezialisiert haben auf unsere Ernährung. Und dann schauen wir, dass man möglichst den Milchzucker aus der Ernährung herausnimmt. Es gibt auch die Möglichkeit, künstlich Milch, also Laktose in Form eines Enzyms zuzuführen, aber meistens funktioniert das nicht so gut und es ist da doch schon ganz sinnvoll, eine Diät durchzuführen. Also eine Laktoseintoleranz oder Unverträglichkeit. Wogegen kann man denn noch Unverträglichkeiten entwickeln? Es gibt zum Beispiel eine Sorbitunverträglichkeit, das ist sehr wichtig, Sorbitol, auch das wird in einem Atemtest untersucht, denn wir haben häufig ganz versteckt Sorbit in unserer Ernährung und wissen es gar nicht mal. Allein in der Zahnpasta, was man sich gar nicht vorstellen würde, dass wir in der Zahnpasta tatsächlich auch Sorbitol haben und dann allein schon diese geringe Menge reicht, um Beschwerden zu fabrizieren. Und da gilt es natürlich auch, diese Lebensmittel möglichst aus der Ernährung zu eliminieren. Ja, was man ja auch häufig lesen kann, ist Gluten- oder Glutenunverträglichkeit. Was ist davon zu halten? Glutenunverträglichkeit ist häufig ein großes Modewort geworden, muss man einfach sagen. Die meisten Menschen haben gar keine richtige Glutenunverträglichkeit. Häufig sind es auch andere Zusatzstoffe, die in Ernährungen sind, die nicht so bekömmlich sind, die man nicht verträgt. Und es gilt hier auch ganz klar zu unterscheiden, haben wir eine Glutenunverträglichkeit, die wirklich vorliegt, das kann man mit einigen Tests herausfinden. Oder ist es doch eher etwas anderes, wo wir einfach vermuten, es könnte das Gluten sein, weil Gluten fast überall in unserer Ernährung mit auch vorkommt. Wobei das häufig auch, und das merke ich, verwechselt wird mit Glutamat. Glutamat ist nämlich ein Geschmacksverstärker, der häufig eingesetzt wird, gerade bei fertigen Lebensmitteln. Und das Gluten ist dann doch noch etwas spezieller und häufig wird dann glutenfreie Lebensmittel werden schon gekauft, obwohl gar keine echte Glutenunverträglichkeit vorliegt. Da gilt es wirklich, da genau zu unterscheiden. Wie unterscheide ich das denn als Patient? Also wenn ich mich unwohl fühle nach dem Essen, kurz danach oder Stunden später? Da gibt es gar keine richtige Unterscheidung, muss man sagen, weil die Symptome sehr ähnlich sind. Da gilt es halt wirklich in Untersuchungen herausfinden, ob es vorliegt oder nicht vorliegt. Auf jeden Fall, wenn man nicht beschwerdefrei ist und Probleme hat nach Nahrungsaufnahme oder generell solche Symptome wie beschrieben, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, dann sollte man immer einen Arzt aufsuchen und das klären. Gibt es da eigentlich so eine Zeitdauer, dass ich sage, ich esse jetzt was und in 3 Stunden muss ich was merken oder schon in einer halben? Nein, weil jeder Mensch auch individuell eine andere Verdauung hat. Man kann nicht ganz genau sagen, je nachdem auch was man isst, das eine wird länger verdaut als das andere. Insofern gibt es da auch nicht eine Stoppuhr, wo man sagen kann, jetzt muss ich was merken, ja, dann ist genau. Es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, jetzt nicht. Das wäre schön, wäre einfach, das hat man leider nicht vorliegen. Eine ganz häufige Unverträglichkeit ist auch eine Fructoseintoleranz, also eine Fruchtzuckerunverträglichkeit. Das ist sehr hart, dann auch in einer Diät durchzuführen, denn
Fruchtzucker ist natürlich in all den Dingen, die auch gesund sind, in Obst, in vielen Bereichen. Und so ganz ohne Fruchtzucker ist dann doch schwer zu leben. Aber was Hoffnung gibt und was man sagen kann, es entstehen durch diese Unverträglichkeiten aber keine bleibenden Schäden am Darmsystem. Das heißt, auch wenn es mir nicht gut geht nach dem Genuss einer solchen Speise, bleiben keine schwerwiegenden Schäden vorhanden. Das heißt, man kann, wenn ich sage, oh, ich liebe Erdbeeren, ich habe aber eine Fructoseintoleranz und ich sage, ich kann es nicht vermeiden, ich muss jetzt Erdbeeren essen, dann darf man das auch einmal tun, muss natürlich wissen, dass es mir danach dann auch schlecht gehen kann. Ja. Ich werde aber keinen dauerhaften Schaden davon tragen. Ja, vor allem habe ich ja immer gerne Erdbeeren gegessen. Das heißt ja, es ist ja mal gegangen. Ist das also eine Frage des Alters? Mal gegangen nicht. Also wenn man eine Fruchtzuckerunverträglichkeit hat, dann hat man die. Dann besteht die eigentlich auch ein Leben lang. Es kann sein, dass die etwas weniger ausgeprägt war, vielleicht weil man bestimmte Nahrung halt nicht in solchen Mengen zu sich genommen hat, wie man das vielleicht aktuell dann tut oder seine Ernährung vielleicht mal irgendwann umgestellt hat. Solche Beispiele kennen wir auch sehr häufig, dass auch ältere Menschen auf einmal Bauchschmerzen, Durchfälle haben, die sie vorher gar nicht haben und wo dann eine Laktoseintoleranz, also eine Milchzuckerunverträglichkeit festgestellt wird. Und die sagen, ja, ich habe doch aber mein Leben lang mich auch von Milch ernährt oder Milchprodukten. Genau. Aber wo dann doch es herauskommt, dass die Ernährung doch etwas umgestellt wurde. Häufig ein Beispiel, ich hatte einen älteren Herrn, der auch eine Milchzuckerunverträglichkeit mit 75 Jahren hatte und wirklich kaum noch aus dem Haus gehen konnte. Und es war so, dass dort die Frau einfach die Ernährung ein bisschen mehr Joghurt hineingetan hat. Mhm. Dann wurde morgens halt Müsli gegessen und mit Milch. Und das war halt doch mehr, als er früher gegessen hat. Und da kam halt diese Unverträglichkeit erst richtig zum Tragen. Greift da auch das Phänomen, dass man etwas liest und dann meint, man hatte schon? Sie sprachen ja eben auch schon von Modeerscheinungen. Es wird ja viel darüber berichtet. Ernährung ist natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Das ist das, was wir zunehmen, genauso wie Essen. Also Essen, Schlafen, das ist halt das, was uns mit ausmacht. Auch was ein Lebensgenussgefühl ist natürlich. Und beeinflusst und beeinträchtigt uns natürlich massiv. Und wenn wir dann darüber lesen und hören, oh, was könnte ich ändern, was kann ich mir Gutes tun, meinem Körper vielleicht Gutes tun, dann wollen wir das natürlich auch umsetzen. Und da muss man aufpassen, dass man halt eben nicht in Modeerscheinungen hineingerät und sorgfältig natürlich in sich hineinhorcht und ist das wirklich bei mir so oder ist das gar nicht so schlimm. Ja. Aber im Zweifelsfalle holen Sie sich Rat. Also wir freuen uns alle, wenn man zu uns kommt und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Das ist noch so ein Stichwort für mich, Rat holen. Ich könnte mir vorstellen, man geht da zu einer Ernährungsberaterin. Aber das stimmt so nicht scheinbar. Eine Ernährungsberatung ist auch gut, aber zuerst sollte man tatsächlich einen Arzt aufsuchen, der sich auskennt. Denn diese Symptome können halt eben auch, es können gefährliche andere Erkrankungen dahinterstehen. Und um das sorgfältig auch zu untersuchen, das kann eine Ernährungsberaterin nicht. Eine Ernährungsberaterin kann dann sozusagen tätig werden, wenn man schon eine Diagnose hat. Mhm. Und dann in die Therapie geht und sagt, wie kann ich mit Hilfe vielleicht auch einer Ernährungsberatung eine Therapie durchführen. Und wenn Sie sich die Bevölkerung anschauen, haben Sie das Gefühl, dass diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten zunehmen über die Jahre? Ich würde nicht sagen, dass sie zunehmen über die Jahre, aber ich glaube, dass sie bewusster werden. Und wir haben natürlich unseren Ernährungsstil geändert, muss man sagen, auch leider. Es ist nicht mehr so, das bedingt natürlich auch unsere Zeit, die berufliche Situation. Männer und Frauen arbeiten und man hat wenig Zeit, häufig einzukochen, einzukaufen, frisch zu kochen. Was man tun sollte, auch regionale Produkte verwenden sollte. Daran liegt es natürlich, dass wir immer mehr auf Fertigprodukte zurückgreifen, auf Tiefgefrorenes und da verändert sich doch vieles. Und dadurch kommt es natürlich, dass unser Körper, der eigentlich mit solchen Substanzen in den letzten Jahrzehnten nicht konfrontiert war und jetzt immer mehr damit konfrontiert wird, natürlich auch empfindsamer reagiert. Vielen Dank, Frau Professor Kübacher, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und klicken wieder rein auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund!